Hallo Leute, heute in Elektrotechnik 5 Minuten, der Casio FX991DICW und zwar heute schauen wir uns an der größte gemeinsame Teiler. Wie kann man den berechnen? Einfach auf Katalog gehen, dann zwei runter auf numerische Berechnung, dann habe ich hier das GGT, den schreibe ich hier hin, zum Beispiel von 60, dann brauche ich hier den Strichpunkt und 25, was ist hier der gemeine Teiler? Vielleicht 5, ja, er ist sogar normalerweise, es ist 5. Gut geraten, aber kann man natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt hier zum Beispiel 30 rein, dann ist er 30. Ja, also so funktioniert das mit dem größten gemeinsamen Teiler. Schnell und effizient und hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, hier oben dürft ihr abonnieren, hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.